Wir sind eins. Unter diesem Motto startet die zukünftige Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt in die Zukunft. Am Montag, den 9. Mai 2016, wurde der Fusionsvertrag der Sparkassen Ingolstadt und Eichstätt von den Verwaltungsratsvorsitzenden der beiden Sparkassen Andreas Steppberger und Dr. Christian Lösel, Landrat Anton Knapp sowie dem neuen Gesamtvorstand der Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt besiegelt. Mit einem kleinen Unterschriftenmarathon wurde damit der endgültige Startschuss zur Fusion zum 01.01.2017 von zwei der stärksten Sparkassen in Bayern zur neuen Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt mit mehr als 1.000 Mitarbeitern und 50 Geschäftsstellen in der Region gegeben. Der Präsident des Sparkassenverbandes Bayern, Dr. Ulrich Netzer, betonte die Einmaligkeit dieser Fusion. Zwei starke Sparkassen gehen eine wohlüberlegte, zukunftssichernde und nachhaltig angelegte Verbindung ein. Dadurch stärken sie ihren gemeinsamen Wirtschaftsraum. Vorbildlich für viele andere Häuser. Die Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt wird auch weiterhin Verantwortung für die Region und die Menschen, die hier leben und arbeiten, übernehmen. So profitiert die ganze Region neben einer gesunden, wirtschaftlich bestens aufgestellten Sparkasse zudem von einem überdurchschnittlichen Engagement in Form von Spenden, Sponsoring und Gewinnausschüttung für ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Zudem bekräftigten alle Verantwortlichen, dass es keine fusionsbedingten Kündigungen geben wird. Die Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt legt großen Wert auf die Interessen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn sie sind das wichtigste Kapital. Ein Erfolg auf der ganzen Linie für beide Sparkassen, wie man an der Reaktion der beiden Vorstandsvorsitzenden erkennen kann.